Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Wir werden endlich unseren eigenen Drachen züchten. Guck mal, er ist hier noch in dem kleinen Ei da drin. Oh nein! Und er ist gerade noch Level 1. Und ich glaube, wenn er höher levelt, Leute, wird daraus nachher ein Drachen schlüpfen. Und mit diesem Drachen können wir ja nachher irgendwo da ganz oben auf eine neue Insel rauf, Leute. Es wird auf jeden Fall heute richtig happy. Deswegen lasst euch mal gern ein Like und ein Abo da, Freunde. Und dreht ganz kurz mal euer Handy. Drückt mal auf die Glocke, damit ihr nämlich kein Video mehr verpasst. Hier kommen nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich. Und ich sehe gerade schon, das rote Haus wurde sogar schon genommen. Och, Mann, oh, Alter. Jetzt muss ich hier das lilane Haus nehmen. Oder das, gut, doch, ich nehme das lilane Haus. Komm, ist auch nicht so schlimm, Freunde. So, hier sind anscheinend auch noch, warte mal, kann ich die angreifen? So, Schleim. Oh, die greifen mich auch an, Leute. Oh, Bats, Bats und Bats. Ach, guck mal, die schreibt Hallo. Ja, hallo. So, den Schleim haben wir auf jeden Fall schon mal geholt. Ich schnappe jetzt mal ganz kurz hier das lilane Haus, Leute. So, kann man schon sehen. Unser Drache verfolgt uns auf jeden Fall auch die ganze Zeit. Und jetzt kann ich hier einmal ganz kurz, zack, so ein Ding hinbauen. Und dann schon mal unseren ersten Dropper auch für 0 Dollar, Freunde. Und Alter, sieht der Dropper hier cool aus. So, ich kann jetzt nochmal ganz kurz einen Upgrader auch gleich kaufen. Für 90 Dollar. Gut, dann muss ich ganz kurz hier, zack, schnappe ich mir hier, bob, 30 Dollar. Und dann brauche ich nochmal ganz kurz 20 Dollar, bitte. Ach, guck mal, das wird jetzt da quasi gesammelt, ne? Okay, und dann kriege ich da 20 Dollar. Und dann kann ich die quasi nehmen für einen Upgrader, der jetzt wahrscheinlich hier hingemacht wird, genau. Damit diese Teile hier, ich weiß gar nicht, was soll das sein? Oh, guck mal, hier arbeiten einfach kleine Drachen für uns. Guckt euch das mal an. Hier sind kleine, guck mal, der macht die ganze Zeit Feuer. Ach so, ey, wie cool ist das denn? Das ist ja so cool, Leute. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal ganz kurz hier das Geld und dann holen wir uns mal erstmal hier so einen kleinen Pillar, Leute. Das bedeutet, wir haben jetzt hier so einen riesen, wie nennt man das jetzt hier? So eine Säule, Freunde. Ich weiß auch nicht, warum mir das gerade nicht eingefallen ist. Aber wir können jetzt hier schon mal, zack, seht ihr schon, direkt den nächsten Upgrader kaufen. Und zwar den zweiten. Und dann kommt hier jetzt schon wieder ein neuer Drache und der macht jetzt quasi, der gießt jetzt hier nochmal die ganzen Sachen und dann werden sie quasi nachher wieder mehr wert. Und oh, ich kann meinen dritten Upgrader kaufen, aber für Robux, komm Leute, wir machen das jetzt mal ganz kurz, das kostet 100 Robux und das wird dann quasi zu einem goldenen gemacht, wie man sehen kann, Leute. Dann werden die quasi jetzt Gold, guck mal, pass auf hier. Und dann am Ende ist dann nachher Gold und nochmal 5 mehr wert. Das ist ja richtig, richtig cool. So, ich kann mir jetzt hier nochmal ganz kurz, zack, wir das Neues holen, dann auch schon so einen roten Teppich oder so, Leute. Aber ich muss sagen, das dauert mir alles ein bisschen zu lange, Freunde. Ich gehe jetzt in den Shop rein und kaufe mir doch mal. Man kann sich aus einem Starterpaket holen mit 6000 Gold, ne? Oder, Leute, ich schnapp mir. Doch, pass auf, ich schnapp mal ganz kurz mal das Starterpaket. Ich muss sagen, das ist schon ganz cool hier. Starterpaket für 299 Robux, um mal auszutesten, ob das Starterpaket gut ist. Jetzt habe ich das blaue Schwert hier bekommen. Und zack, okay, das sieht aber nicht aus wie ein blaues Schwert. Ich glaube, ich muss dafür ganz kurz in mein Inventar hier gehen, oder? Zack, und hier ist das blaue Schwert. Und das werden wir zwar ganz kurz equippen, Leute. Und ich habe ja auch noch 6000 Gold bekommen, ne? Die Frage ist jetzt gerade, was kann ich mit meinem Gold machen? Wo ist es jetzt hier? Da, das sollten 6000 Gold sein. Und ich glaube, ich kann jetzt hier irgendwo. Ja, keine Ahnung, Freunde, wie ich jetzt hier am besten an Gold komme. Gut, vielleicht war das ja doch einfach nur ganz normal die Münzen. Aber ich kann jetzt schon mal ein bisschen was hier erweitern, glaube ich. Na genau, ich kann schon mal so eine Wand kaufen, Leute. Oh yeah. Sieht die Wand nicht cool aus. Ein paar Fensterscheiben kann man auch machen. Draußen können wir nochmal so eine kleine Teleporterbasis bauen. Und nochmal so einen Teleporterboden, wo wir dann quasi. Oh Gott, Leute, hier kann man ja richtig, richtig krasse Sachen machen. Hier nochmal eine kleine Tür dahin bauen. Wir brauchen so eine kleine coole Tür dazu haben. Und dann können wir auch schon mal hier nochmal so ein paar Regale hinbauen, Freunde, für 80 Dollar. Und nochmal ein paar Lichter für die Regale. Und gut, hier, der Rest ist natürlich alles Optik. Aber ich möchte mal ganz kurz gucken, was dieses Schwert denn noch so drauf hat. Weil jetzt habe ich ja dieses blaue Schwert und jetzt soll ich, glaube ich, diese Schleimdinger doch richtig, richtig gut. Batz! Boom! Boom! Und zack, Leute, haben wir das Schleimding. Ey, will die mich hauen? Nee. Und, ach, die hat sogar schon. Ey, die hat schon einen Drachen. Ich will auch einen Drachen haben. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier auf die Schleimdinger weiter drauf gehe, zack, seht ihr schon, Leute? Bam, bam. Dafür kriegen wir jedes Mal ein bisschen Geld. Ich weiß auch. Warte mal, wie viel kriegen wir jetzt dafür? Ich habe jetzt gerade 916. Und dann habe ich, okay, man kriegt so 40 Dollar immer ungefähr. Ist eigentlich in Ordnung. Aber dadurch kriege ich quasi, seht ihr unten, Level. Und Level sind natürlich richtig, richtig cool. Und, bap, so, ich bin jetzt Level 2, Freunde. Und Level 2 ist man, nee, mein Drachen ist immer noch Level 1, okay. Und mit dem Drachen, guck mal, das ist jetzt mein kleiner Drache hier. Den kann ich auch ein bisschen, gut, der ist noch nicht geboren so richtig, ne. Aber ich kann jetzt hier schon mal ein bisschen weitermachen. Und zwar würde ich mal hier in die, was ist das jetzt hier, Leute? Das hier will ich mal wissen. 150 Dollar kostet das. Und das ist jetzt, glaube ich, Teleporter Gate, okay. Und Teleporter mal ganz kurz kaufen für 300 Dollar. Und dann können wir, was? Wir können jetzt, oh, wo bin ich jetzt hier? Hä, ich bin jetzt einfach, oha,
Ich kann mir jetzt hier so Sachen kaufen, Leute. Der Drachentempel oder andere. Oh mein Gott, hier sind noch größere Tiere. Guck mal hier. Batz, 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 Leute. Und zack. Und dafür kriegen wir sogar 60 Dollar. Das ist richtig, richtig cool. Hier hauen wir ein bisschen weiter rauf. Hier zack, zack, zack. Und zack. Okay, sehr, sehr gut. Und ich muss mal sagen, ich glaube, wir können ja noch mal ein bisschen weitergehen, ne? Und jetzt haben wir hier auch noch so eine Teile. So eine kleinen Blumen. Ah, die greifen mich aber auch an, ne? Also die machen mir auch ein bisschen Schaden. So, und dafür kriegen wir jetzt sogar 110 Dollar. Ist auch nicht schlecht, ne? Und mein Drache ist schon Level 2 geworden. Hä? Ich frage mich nur gerade, wie kann ich meinen Drachen jetzt zum Schlüpfen bringen? Muss ich da jetzt hier, kann ich jetzt auch noch hier hingehen? Ach, guck mal, hier kannst du noch so interpretieren. Ah, und hier ist dann Level 10. Das heißt, so kann man dann auch quasi weitermachen. Gut, pass auf, ich gehe nochmal ganz kurz nach Hause und werde mir jetzt nochmal ein paar richtig, richtig coole Sachen für mein Zuhause kaufen. Guck mal, weil das zum Beispiel noch, also da kann man noch nicht durch, wir können hier noch nicht durch. Also man kann es jetzt nur durch dieses, nur hier hin. Gut, schon mal zu wissen. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Waffenshop kaufen. Leute. Und das Drachenschwert kann ich mir auch holen. Oder pass auf, warte mal. So einen kleinen Tisch, da sind noch meine kleinen Drachen, die hier so ein bisschen chillen. Und ich kann mir noch einen Dropper kaufen für 440 Dollar, Leute. Yeah! Noch einen weiteren Dropper und einen Super Dropper für 100 Robux. Gut, da kann ich nicht Nein sagen, Freunde. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz. So, Super Dropper ist auf jeden Fall am Start. Geld schnappen wir uns auf jeden Fall auch schon wieder hier. Also 800 Dollar haben wir jetzt auf jeden Fall noch. Dann hole ich mir noch mal ganz kurz den Upgrader Nummer 4 und Upgrader Nummer 5, ja. Und Upgrade Nummer 6 kostet auch schon wieder Robux. Das kann nicht angehen, Leute. So, ich möchte jetzt aber nochmal ganz kurz hier das Drachenschwert kaufen. Ich möchte mal wissen, was dieses Drachenschwert so bringt. Okay, also jetzt habe ich, müsste ich ja, glaube ich, hier... Oh, verdammt, Freunde. Jetzt habe ich mir ein Schwert gekauft, was schlechter ist. Aber... Ah, ich kann auch meine Schwerter upgraden. Da seht ihr hier für 4000 Dollar. Und, kann ich noch irgendwas im Inventar? Nee, okay. Also ich kann das ganz kurz wieder equippen. So, jetzt habe ich wieder mein cooles Schwert hier am Start. Und, ich glaube, ich muss quasi noch mehr hier in dem Haus bauen, weil dadurch wird dann quasi mein Drache erst richtig groß. So, hier kriege ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Geld. Und dann würde ich mal sagen, kaufe ich mal ganz kurz hier die Altarbasis. Und dann kann ich... Ich kann meinen Drachen... Oh mein Gott, guck mal hier, den kann ich entwickeln. Und wow, Leute, jetzt kommt da mein Drache raus. Jetzt kommt da mein Drache raus. Oh, das ist mein Drache. Der sieht ja voll klein aus, Leute. Guck mal hier, wir haben jetzt einen neuen Drachen bekommen. Guck mal, ja, Level 2. Hey, wie cool ist das denn, Leute? Wir haben jetzt einfach einen eigenen Drachen bekommen. Ich kann mir jetzt nur ganz kurz hier so eine Farm kaufen, ne? Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Doch, eine Farmtür. Und dann kann ich mir noch so eine Farmstraße bauen. Gut, okay, mehr kann ich mir gerade immer noch nicht leisten. Jetzt will ich mal ganz kurz wissen, weil ja mein Drache jetzt Level 2 ist, kann ich mit dem irgendwas machen? Ich kann jetzt hier, ihr seht schon, er kriegt XP, Name. Gut, den kann ich auf jeden Fall noch customisieren. Hier, seht ihr, Leute, kann ich den Drache quasi anders aussehen lassen. Okay, das mache ich jetzt aber natürlich nicht. Der gefällt mir eigentlich von der Farbe, so muss ich sagen. Und Namen könnt ihr ja mal gerne einfach in die Kommentare schreiben, Leute, wie wir den Drachen nennen sollen. So, hier, zack, bam, okay. Die kriegen wir schon mal mit 3 Schlägen kaputt. Finde ich sehr gut, Leute. Zack, bam. Kriegen wir jedes Mal wieder ein bisschen Geld. So hier haben wir auch nochmal ganz kurz kaputt. Und zack. Ja, sehr gut. Und nochmal einen habe ich. Bin hier sogar schon Level 3, Freunde. Hua, hua und hua. Okay, Level up, Leute. Wir sind jetzt Level 3 geworden. Und mit Level 3... Guck mal, ich kann mich auch mal nach Hause teleportieren. Wie cool ist das denn? So, Level 3 bin ich jetzt. Und ich glaube, ich kann jetzt hier... Genau, mir vorne einmal so eine Farm Säulen holen. Und dann noch einmal ganz kurz Farm Lichter. Und dann nochmal die Farmstraße sozusagen. Und dann das Karottenfeld. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier so ein kleines Klick. Dann wachsen jetzt hier Karotten, oder was? Hä, wie cool ist das denn? Und hier ist noch eine Riesenkarotte, die ich mir holen kann. Oder noch so ein paar andere Sachen. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool gemacht, ne? Ich würde mal sagen, ich werde mal mir nochmal einen Upgrader Nummer 6 kaufen, Leute. So, hier vor 150 Robux. Und dann nochmal ganz kurz einen Super-Upgrader. Für 150, oh Gott, Leute, okay, jetzt habe ich mir auf jeden Fall echt gefühlt alles hier geholt, was man sich holen kann, ne? Das ist schon sehr, sehr viel Geld, was ich hier ausgegeben habe, ne? Muss ich schon ehrlicherweise sagen. So, ich hole mal nochmal ganz kurz das gute Schwert hier, The Great Sword, okay, oder irgendwie sowas. Und jetzt kann ich mir, gut, das will ich natürlich jetzt nicht equippen, sondern ich will mir natürlich das jetzt hier behalten, so. Und jetzt kann ich, glaube ich, wenn ich jetzt hier, oh ja, und ich kann auch hier, sehe ich gerade auch noch ein bisschen Geld kaufen, ne? Ah, das sind jetzt, Gold, das sind die Goldmünzen. Ah, okay, Leute, ich verstehe. Ich verstehe. So, wir können jetzt, glaube ich, hier beim Teleporter, können wir, glaube ich, nochmal hier in den Forest-Tab gehen. Das heißt, hier haben wir jetzt einmal ganz kurz wieder diese richtig, richtig coolen Tiere hier, die wir auch nochmal... Bam, bam und bam, Freunde. Dafür kriegen wir immer jedes Mal richtig, richtig viel Geld. Muss die natürlich erstmal nur die ganze Zeit immer zerhauen. Und dann nochmal ganz kurz den hier. Zack, zack,
zack und zack. Und ach, guck mal, mein Drache beißt da quasi mit drauf, ne? Ist auch echt cool zu sehen. So, dann Drache, kommst du mit? Wir gehen wieder nach Hause. So, wir sind wieder zu Hause, Freunde. 1200 Dollar haben wir gerade schon angesammelt. Muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Man kriegt auf jeden Fall echt relativ schnell auch Geld hier dann. Da haben wir ja schon mal ein kleines Schild, was wir uns hier hinbauen können. Seht ihr schon? Das ist jetzt meine Farm. Haha, sehr gut. Dann kann ich mir vorne, warte mal. Kann ich die Karotten jetzt ernten? Lol, ich kann hier Karotten anbauen und ich sehe jetzt mal eine Riesenkarotte, Freunde. Guck mal hier, boop, das wird jetzt eine Riesenkarotte. Und ich kann mir so einen kleinen Drachen kaufen, der hier für mich farmt. Dass der, ey, guck mal hier, guck mal, wie der aussieht. Hä, der gießt ja auch die ganzen, oh, und dann kriegen wir jedes Mal das Geld. Wir kriegen sogar voll schnell Geld, ne, guck mal, wie die Karotte hier wächst und so. So, können wir noch einmal ganz kurz hier so ein Weizenfeld hinmachen. Können wir auch nochmal raufklicken und dann nochmal so ein goldenes Weizen hier hinmachen. Und da müssen wir uns nochmal so einen Drachen kaufen. Oh Mann, Leute, ich hab gleich keine Robux mehr. Ich habe fast meine ganzen Robux ausgegeben. So, hier nochmal ganz kurz so kleine Dinger hier holen. Nochmal einen goldenen Apfel. Oh Leute, ich habe gleich keine Robux mehr, aber ich brauchte unbedingt jetzt... Ich will den goldenen Apfel haben. So, hier. Okay. Und gut, den Drachen dafür kann ich mir leider noch nicht holen. Ich kann mir jetzt aber schon mal hier nochmal so ein Körnerfeld kaufen. Und klicken wir nochmal ganz kurz wieder rauf. Und jetzt kann ich mir auch noch hier so eine kleine Farmbox auch noch holen. Das wird noch so kleine... Boxen haben. Ich muss nochmal ganz kurz hier reingehen. So, und dann kann ich mir wieder, zack, wieder ein bisschen mehr Geld schnappen. Hier kann ich mir gerade nichts mehr kaufen. Aber ich kann mir jetzt hier wieder ein paar neue coole Sachen kaufen. Erstmal kann ich mir jetzt hier, bupp, die goldenen Äpfel gönnen, Leute, was auch sehr, sehr cool ist. Und ich kann mir jetzt hier mal die goldene, das goldene Dings holen hier. So, ich muss einmal ganz kurz, klick, warte. So, Klick. So, jetzt kriege ich auf jeden Fall wieder Geld dafür. Und kann ich mir nochmal hier so ein Kürbisfeld kaufen, was auch sehr cool ist. Kann ich auch wieder draufklicken, Freunde. Und kann dann zum Beispiel auch hier, warte, erstmal wieder was hinmachen. Und dann sollte auch auf jeden Fall auch gleich hier so ein goldenes... Oh, jetzt habe ich noch ein paar Wände gekauft. Das wollte ich gar nicht. Aber auch hier kann ich mir noch ein Apfelfeld kaufen. Okay, auch sehr gut. Und nochmal ganz kurz klicken. Und ich muss mir für jedes Ding einen eigenen Drachen kaufen. Ist schon echt teuer, Freunde. Aber man kriegt dadurch immer ganz schön gut Geld, muss ich ehrlicherweise sagen. Hier kann ich mir jetzt so einen riesen Kürbis wiederholen. Den packe ich auch ganz kurz wieder rein. Jetzt kann ich, glaube ich, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall hier draußen... Oh, ich kann schon wieder ernten. Ey, da braucht man auf jeden Fall immer diese Drachen, ne? Damit man richtig viel Geld bekommt. Und hier wieder goldene Apfel, Leute. Ihr wisst Bescheid. Kann ich auch wieder hier klicken. Kann ich auch wieder ranklicken. So, damit die auf jeden Fall auch wieder wachsen. Jetzt kann ich mir hier drin eine zweite Etage kaufen, Leute. Wie man schon sehen kann, für 1000 Dollar. Und nochmal ganz kurz so eine Lichter. Und nochmal eine Leiter für die zweite Etage. So, sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und nochmal ein bisschen mehr Geld, sehe ich auch gerade. Ja, und dann kann ich mir sogar noch so einen Teleporter für die erste und zweite Etage kaufen. Und ich kann mal draußen, glaube ich, schon wieder ein paar, genau, hier ernten, ernten, klick, klick. Und dann kann ich, warte, genau, klicken, so. Dann kann ich hier wieder ernten, warte, ernten, 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 klick, klick, klick. Ha, das ist auch sehr cool, ne, haben wir immer was zu tun. Jetzt habe ich sogar schon 4000 Dollar, Freunde, was auch echt mega cool ist. Ich würde sagen, weil mir dieser Tycoon so viel Spaß macht, also wenn ihr davon vielleicht noch einen zweiten Part sehen wollt, was ich auf jeden Fall wahrscheinlich machen werde, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, dann werde ich jetzt hier gleich die zweite Etage bauen, mir noch ein paar mehr Robux aufladen, dass wir noch diese Drachen haben, die dann quasi noch alles hier hin ernten werden. Und Leute, man kann hier, seht ihr schon, ne? Das wird, sich auf jeden Fall richtig lohnen hier, wenn wir jetzt unseren Drachen komplett fertig bauen. Alter, Kasper! Yo, was geht ab, Broxo? Guck mal hier die Box, was ich mit der machen kann. Guck mal, bam, 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 bam. Haust du die jetzt gerade kaputt, oder bam. Was? Ich hau einfach den Karton kaputt. Hilf mal ein bisschen mit hier. Okay, boah, der ist aber ganz schön... Oh, okay. Aber okay. Siehst du, wie wir schlagen? Siehst du, wie wir schlagen? Wir sind halt noch nicht so die geübten. Das Ding ist, pass auf, Kasper. Ich will nicht so lange rumschlagen für eine Box oder sowas. Das dauert mir viel zu lange. Ich weiß, wir sind klein, ja? Ja. Wir sind noch Kinder. Ja, ich weiß das... Ich hab mal zwei Trainingsspeed bekommen. Ich auch. Ich hab mal zwei Rage Boost. Okay, und pass auf, das Ding ist, wir müssen erstmal ein bisschen trainieren, damit wir quasi... So, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, genau. Okay, okay, okay. Also warte mal, warte mal. Ich brauche noch... Ich hab nicht genug Rage. Ja, wir müssen uns... ich weiß, ich hab gerade gesehen, wir müssen hier vorne hingehen zu diesem Kristall. Dann kriegst du, glaube ich, da so ein bisschen Aggression oder sowas. Hier, oder was? Ja. Ah, hier kriegt man das. Stimmt. Der blöde Kristall. Okay, beim nächsten Mal schon. Ich muss sozusagen was meinst Rage du? Hier holen und dann muss ich sozusagen üben da hinten am Dings und dann die Kisten kaputt machen, oder was? Genau, genau, genau. Und ist in den Boxen auch irgendwie auch was drin oder so? Das das gucke ich mir jetzt an, weil ich habe jetzt da drei Power. Jetzt mache ich, glaube ich, drei. Gut.
Ja, ich meine jetzt drei auf einmal. Das heißt, die Box geht jetzt viel schneller kaputt. Sehr, sehr schön. Warte mal, guck mal, hier siehst du das? Und du hättest jetzt die ganze Zeit rumgeschlagen an der Box. Oh mein Gott. Und bam! Und oh, sehr 6 schön. Rage bekommen. Ich habe ein Rage bekommen. Wieso auch immer? Warte mal, ich brauche mehr Rage, oder? Was ja, du brauchst Rage? Echt mehr Rage. Also quasi ausrastest oder so. Ja, ich überlege gerade eine Sache und vielleicht könnte ich hier vielleicht... Hier, was kann man das Ding Rage ist, kaufen? Wir können uns auch noch Haustiere kaufen, ne? Das sollten wir auch nicht vergessen. Ja, das stimmt natürlich. Soll ich dir mal was zeigen? Soll ich dir was zeigen? Was denn? Siehst du mich, wie ich jetzt hier hinten an den Box, an das Boxding gehe? Ja. Und jetzt pass auf. Guck mal, wie oft ich jetzt hier drücken kann. Bam, wieso? Bam, bam. Ich trainiere, ich bin gut. Hä? Ich trainiere, ich bin wütend. Hä? Guck mal, wie oft ich hier dran schlagen kann. Wieso kannst du so oft dran schlagen? Ich kann nur einmal. Weil ich einfach übel viel trainiert habe mittlerweile. Du hast dir das doch gekauft. Was habe ich mir gekauft? Rage. So. Ich habe mir Rage gekauft, ja, 100 Stück. Oh, ich sehe es gerade. Und guck mal, jetzt kann ich hier so einen Karton. Guck mal, den mache ich mit drei Tritten ja, kaputt. Ja, toll. Jetzt habe ich mir auch einen Rage gekauft. Oh mein Gott, es geht so gut jetzt. Und damit sag das doch, der hätte das auch gemacht. Okay. Ja, du brauchst halt ein bisschen die kleine Finanzspritze am Anfang, sonst geht hier gar nichts. Ja gut, dann hau ich ein bisschen drauf. Aber das Ding ist, wir haben ja vorne... Ja. Können wir uns dann auch so Haustiere kaufen? Guck mal, das ist auch so ein Event und so, siehst du das? Ja, das Event sieht das echt krass aus. So ein Event, aber das Haustier wollte ich mir jetzt gerade kaufen. Man kann es, glaube ich, hier, nämlich bei dem Ei. Ja, toll, für 250 Rage. 250 Rage, die habe ich ja gefühlt fast schon. Okay, pass ich auf. Ich mal lieber mit hier. Ja, ja, okay. So, guck mal, da kannst du noch ein Workout machen, 100. Ich kaufe jetzt gerade mal aus dir, ich habe einen Polizeimann, der ist selten. Hast du dir Rage gekauft schon wieder für 50 Robux? Ja. Einmal nur für meine Haustiere. Okay. Und guck mal, ich kaufe noch einen, der ist Doktor. So, und also ich muss noch ein bisschen mehr Rage sammeln. Ich hole noch einen. Dann wird das hier nichts. So, und hier der ist normal. Och, Mano. Und bam. Also ich mach's auf den traditionellen Weg und werde hier einfach nicht so viel Robux ausgeben wie du, ne? Mach ich auch nicht. Der ist voll selten, der Polizist. Guck doch mal. Ja, ich weiß, dass er selten ist. Hä, das hast du gar nicht gesagt. Doch, hab doch gesagt, dass er selten ist. Der Polizist, der bringt mir einfach mal 1,75 Rage. Oh, was? Die bringt dir dann mehr Rage oder was? Genau. Da muss ich doch mir auch einfach mal nochmal ein Rage-Pack kaufen. So, ist halt wie es ist. Kaufe ich mir. Ja. So. Deswegen, ich bin überlegen, mir noch ein Haustier zu kaufen. Weil ich bin mit dem einen Haustier nicht wirklich so zufrieden. Aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Ich kaufe mir jetzt erstmal eins und... Ja? Oh, den Policeman. Als ob du den auch bekommen hast. Sehr schön. Und als nächstes bekomme ich... Nochmal den Policeman, ich glaube. Was? Nicht. Und ich kaufe mir noch ein Haustier und ich bekomme. Ich kaufe mir jetzt auch nochmal ein Haustier. Aber ich möchte jetzt was Gutes Bilder, bekommen, man. Bitte. Will ich nicht. Ich will ein anderes. Oh, epische Drohne! Was? Okay. Die muss ich. Legendary! Also, das glaube ich ja jetzt der nicht. Der seltenste! Ich habe den seltensten. Nee, doch nicht den fast mit 2,5% Chance. Aber oh, ich glaub's ja nicht. Oh okay, ich zieh jetzt auch noch mal ganz kurz was. Mal gucken, was zieh ich jetzt? Okay, 2,5. Och nö, schon wieder diesen Bob der Baumeister. Alter, der bringt mir so viel. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Ich muss hier, glaube ich, noch mal üben hier. So. Ja, ja, ich glaube, du musst ich echt noch mal üben. Und so, habe ich gemacht. Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal hier diese Boxen zerstören. Wie lange brauche ich denn dafür? Die Boxen kriegen eigentlich relativ schnell zerstört, muss ich sagen. Ja, aber hier der Kühlschrank zum Beispiel, da brauche ich übel lange. Aber ich bin gespannt, wie viel Rage ich jetzt gleich bekomme. Auf jeden Fall immer ein bisschen. Lass mal zum Event gehen. Vielleicht gibt es noch mal extra Rage. Ja, auf jeden Fall. Lass mal zum Event gehen. Du hast recht. Okay, warte mal. Lass mal kurz kaputt machen hier. Und... Boom! Bam! Oh, ich habe 600 Rage bekommen dafür. Ich habe 300 Rage bekommen. Okay, das Event sieht schon cool aus irgendwie. Krass, ne? Aus. Ne? Dann lass mal reingehen. Hier oben ist auch so ein Lama und so. Wow! Boah! Hä? Okay. Warte mal, sollen wir hier die Lamas... Die sollen die Lamas kaputt machen! Alter, da brauchen und die wir Geschenke! Jahre. Aber wir Jahre, ey, die sind voll groß. Also bin ich noch viel zu schwach. Ich bin auch davon noch viel zu schwach. Warte mal, kann man sich auch neben Rage... Warte mal, kann man sich auch Power kaufen? Nee, ne? Ich weiß gar nicht. Okay. Aber du kannst dir für Robux für 10 Minuten doppelte Punch Speed holen. Doppeltes Rage! Aber voll teuer. Ich hab's aktiviert, ich hatte das noch! Doppeltes Rage habe ich jetzt aktiviert. Wie aktiviert? Ja, du musst mal, geh mal auf deinen Shop und dann kannst du da so doppeltes Rage aktivieren. Kann ich gar nicht. Ich hatte das gezogen aus dieser Kiste, aus Daily Reward, hatte ich das gezogen, doppelte Rage. Ja, aber wo denn? Du musst, also pass auf, du siehst ja bei dem Store, du musst auf den Wecker gehen. Unten im Store auf den Wecker. Ja. Und dann siehst du ja sozusagen diese vier Sachen und da musst du irgendwo eine Eins stehen haben. Stimmt, Training, Geschwindigkeit. Ah, dann ist das, was du, ich habe nämlich Rage gezogen, doppelt Rage. Oha, das ist voll gut. Das ist echt selten dann, ne? Stimmt.
Ja. Aber ja, ich okay, geht halt okay, immer nicht. Also ich werde jetzt direkt mal wieder ans Trainieren gehen. Ich habe nämlich einfach mal so 2700 Rage über. Und ich damit werde ich jetzt erstmal. Also ich habe gerade 9000 Rage. Wie hast du denn neu? Hast du dir das? Du hast ich habe es nicht gekauft. Natürlich hast du es gekauft. Ich habe es nicht gekauft. Wie sollst du jetzt auf einmal 9000 Rage? Ich habe gerade ein Geschenk kaputt gemacht deiner Welt. Ja, genau. Mein wirklich? Opa ist der Weihnachtsmann. Habe ich wirklich gemacht? Natürlich nicht. Du lügst doch. Das ist doch gar nicht. Kannst du nachher sehen. Ich guck mir das an nachher. Ja, okay, wo bin ich hier okay, nachher? Boah, Alter, ich schlacke die ganze Zeit. So, 40 Damage mache ich jetzt schon hier. Bam, 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 bam. Ich schlacke hier wie ein Weltmeister. Ich auch, ich kriege hier so viel Rage. Du solltest mich mal sehen, wie ich hier gerade rumschlage. Boah, der steht hier wie ein Weltmeister, der macht hier One-Hit alles. Wer? Alter, hier ist so ein Typ gerade einmal vorbeigekommen, der war voll aggressiv. Jetzt geht er wieder ins Event rein. Bam. Auch immer. Bam. Der für Probleme gehabt. Okay, ja. Ich glaube, man muss in dieses Event reingehen, da kriegt man viel, viel mehr Rage. Ja, ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ich glaube, ich muss da jetzt auch nochmal reingehen. Ich werde jetzt noch ein letztes Mal trainieren und dann gehe ich ins Event rein. Ich gehe jetzt ins Event so rein, weil da habe ich gerade so viel Rage bekommen. Okay. Ach, hast du echt 9000 bekommen, oder was? Ja. Für ein Geschenk? Das wäre ein Scherz gewesen. Für mich war ein großes Geschenk. Du bekommst auf einmal 9000 aus dem Nichts, Alter, von unfair. Hast du nichts da kaputt gemacht beim Event? Nein. Du bist ja blöd. Okay. Ja, du, was wollte ich wissen? Das dauert voll lange. Das Ding ist so, hier. Die Beine bringen mir halt wenig. Was hast du für eine Power gerade? Wie stark bist du gerade? 65. Boah, ich habe 16.000 Rage bekommen für das Geschenk. Was? Okay, ich muss sofort da rein. Ich muss da sofort rein. So, ich hau jetzt hier die ganze Zeit gegen. Und 60er. Okay, sehr schön. Und raus hier. So, ich gehe mal ganz kurz ins Festival rein. So, und ich gehe jetzt schnell zurück, damit ich die Geschenke noch schnell... Oh! Hä, ich hab dafür nur 800 bekommen. Ja, okay. Also manche Geschenke kriegt man mehr, für manche weniger. Ja, okay, ist vielleicht auch so eine Glückssache. Oh, da kann man auch workouten. Sehr gut. Oh, stimmt. Sehr gut. So, das hier mache ich jetzt kaputt. So, bam. Bam, einer rechts, einer links. Ja, ja, ich mach einer auch. Rechts. Alter, mal gucken, wie viel ich für dieses kleine Geschenk jetzt hier bekomme. Ich mache hier drei Geschenke auf einmal kaputt jetzt. Ist dir das klar? Boah, 8500 Rage. Und wie viel Rage bekomme ich jetzt? 30.000 Rage! Was? Oh mein Gott, ja, weil ich diesen doppelten Boost habe, glaube ich. Nee, weil du doppelt und Rage hast. Doppelt Rage und direkt das nächste, wie viel Rage bekomme ich hier? Also hier muss ich ja wirklich gar nichts mehr machen. Ne? Also jetzt ist Rage gefarme. Gut, dass du mir es gesagt hast. Kein Problem, hab ich doch gerne noch gemacht. Noch mal 24.000 Rage, das ist ja mal ganz entspannt. Boah, ich habe jetzt hier gleich, ich hab jetzt gleich heftige Power. So. Ja, okay, wir brauchen 500 Power auf jeden Fall, um in die nächste Welt zu kommen, ne? Das Alter, jetzt mach ich mach jetzt die Geschenke richtig heftig schnell weg, ne? Okay, sehr schön. Ich glaube, ich sollte auch mal hier vorne mit zwei Schlägen, gehen, ich krieg 8000 Rage. Was? Okay, ja, das geht ja richtig flott dann. Bam. So, du hast ja doppeltes Training, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, ich habe doppeltes Training und du hast doppelt Rage. Okay, das ist ja krass. So, bam, gucken, bam, 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 bam. Oh, jetzt krieg ich hier schon 8. Boah, ich krieg 8 Power. Ich habe ja, ich auch eben. Ich habe 70.000 Rage, ne? Lol, ja, hatte ich auch gerade. Okay, so. Bam, 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 bam. Deiner boxt viel schneller als meiner. Wieso boxt deiner viel schneller? Ja, ich bin einfach doppelte Geschwindigkeit. Ach, doppelte Geschwindigkeit. Ich bin Rang hoch, ne? Wo sieht man denn Rang? Beginner. Ach, schon unten. Beginner, okay, bin ich auch. Ich hab den Wald freigeschaltet. Ach so, lol, den man eigentlich hätte kaufen müssen, oder was? Anscheinend. Nee, ach, den kriegst du bei 500 Power. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, okay. Oh. Ja, ja, gut, bin ich auch jetzt. So, bin ich auch. Und, ja, habe ich auch freigeschaltet, sehr schön. Als ob man da mehr Rage bekommt im Wald. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange ich brauche für die Geschenke. Und? Ja, ich brauche die... One-Hit! Ja, ich mach die auch One-Hit. Alter, jetzt ist es ganz verboten. Ja, jetzt ist ganz heftig, ne? 20.000 Rage gab's hier gerade raus, sehr schön. Ich habe jetzt 120.000 Rage. Ja, ich auch. So, 120. Warte, ich muss wieder boxen jetzt. 140, Alter, das geht so schnell. Alter, ich kriege auch gerade so viel, ne? 190, Alter, ich kriege hier so viel Rage gerade, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr schön, ist das? Ne, ist echt nicht mehr schön. Ja. Bam! Aber Alter, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich gehe jetzt trotzdem in den Waldbereich, weil du hast ja auch neue Haustiere. Ah, das ist natürlich schon schlau, da zu ziehen, ne? Aber ich sag mal so, solange ich den Booster hier gerade noch habe, sollte ich das mit dem Rage mitnehmen. Weißt du, wie viel Rage ich habe? Wie viel? Fast 500.000. Boah! Ich sag's dir, ich bin so wütend! Ja, oh mein Gott, man kann sich hier ein Event-Ei holen, wir Idioten! Oh nein, was? Wo kann man sich das holen? Hier in der Ecke. Für 50.000 Rage kostet ein Ei. Okay, gar nichts, Alter. Das habe ich ja in 50 Sekunden. Och nein, ich hab so ein Festival-normales Ei bekommen. Da hinten sagst du. Boah, das bringt mal 7,5. Wir sind so blöd. Okay, okay, sehr gut. 600.000 Rage habe ich, damit sollte ich ja einige Eier kaufen können, ne? So, warte mal, ich muss den hier wegmachen. Ich zieh mal und. Oh, ich glaube, ich habe ein Standardding bekommen gerade, oder? Festivalkatze. Ja, normal, die habe ich auch. Die habe ich auch. Weg mit der, komm, weg mit der. Ich ziehe mir nochmal, komm. Ich ziehe jetzt auch nochmal. Nächste. Komm, bitte was Heftiges. Epic, ein Clown.
Och nö, ich hab's nur noch das normale. 7,5% Chance. Ja! Das ist ja unglaublich. Ja! Ich zieh so, wieder normal. Ich kaufe einfach direkt noch ein paar Mal mehr. Ich hab jetzt ja übel viel. Ja, ich kaufe jetzt auch noch ein paar Mal. Ich glaube, es ist gar nicht mal so blöd. Wenn man da einmal ein gutes Haus hat, glaube ich, hat, ist halt heftig. Ja, ich sag's, ich will drei gute einmal haben. Nur normal. Rare. Also wirklich. Rare. Das ist doch schon wieder unfair, Leute. Ich zieh nur Gutes. Das ist unfair. Epic, nochmal ein Clown. Also nicht. Das reicht. Einmal mache ich für euch noch. Okay. Also ich equip das Ding. Ah, die normale Katze. Nee, das ist hier. Glücksspiel hat mich verlassen. So, ich equip mir die jetzt erstmal alle. Mach so, das. So, also die können alle weg hier. Unequip. Unequip, so. Bam. Boah, das bringt schon ganz schön viel. Alter, der bringt mir mal 13 anstelle von mal 2. Ey, ich zieh wieder was Normales. Aber wenn ich davon ganz viele habe, kann ich die eigentlich upgraden, ne? 250.000 Rage bei einem Geschenk. Legendary! Oh mein Gott, was? Mein, mal 16. Ich habe 1 Million Rage, 1,5 was? Millionen. 1,5 Millionen Rage einfach am Start, ja moin. Alter, ich habe jetzt gerade... Ich habe gedacht... Oh mein Gott, ich krieg so viel Rage. Was hat er gerade für eine Chance gehabt? Was stand da gerade? 2,2 Millionen Rage! Alter, der hatte 2,5% Chance, die ich gerade gezogen habe. Alter, das ist der seltenste, ne? Das seltenste, glaube ich, oder? Nee, das vorseltenste. Nein, das ist vorseltenste, aber das ist auch schon stark. Sehr stark. So, ich habe 3 Millionen Range. Meinst du, das reicht? Ja, das wird reichen. So, ich ziehe gerade was ein, mal gucken. 10 Welten weiter. Kann ich jetzt meine Katze schon upgraden, ist jetzt die Frage. Ja, kann ich sogar. Ich habe jetzt eine Evolve-Katze, die bringt mal 11. Also nicht besonders... viel mehr. So, pass mal auf, Roxo. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal in die nächste Welt, oder was? Ja, genau. Einmal auschecken, okay, wie die ist. Ja, okay. Ich gehe da mal hin. Teleportieren. Forest. So. Wo kann man teleportieren? Ach da, Forest. Okay. Ach, du kannst nicht, das kostet irgendwie Diamanten, habe ich gerade gesehen. Ach, du musst hinlaufen. Das ist ja nicht schlimm. Okay. Da vorne, ich sehe ja schon das Portal. Mhm, ich auch. Was könnte ich denn überhaupt... Warte mal. Ich könnte mich sogar einfach mal auf easy schon die nächste Welt kaufen, weil ich einfach 3,4 Millionen Rage habe. Aber wir sagen, wir gucken uns hier einfach mal den Wald an. Warte, ich laufe jetzt auch gerade dahin. Ja, wir können doch einmal von mir aus hier noch so ein... Alter, ich krieg gerade mal 20.000 Rage. Alter, das ist ja peinlich. 20.000 kriege ich hier nur. Bist das du denn ja schon beim Wald? Ich bin im Wald gerade schon und bin hier kaufen wir jetzt erstmal. Bist du so schnell hingekommen? Ich bin auch beim Wald. Stimmt. Hä? Hey, egal. Also der Wald sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, ne? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und da hinten gibt es auch noch mal ein nächstes Festival, Rockstar. Ja, würde ich auch sagen, das machen wir. Das klingt sehr gut. Okay. Lass uns das dann machen. Let's go. Yo, Kaspar! Was geht ab, Roxo? Ey, was? Wir haben einfach Rasenmäher am Start. Oh mein Gott, die sehen so cool aus. Wobei deiner, der sieht ja ganz schön verrostet aus. Deiner ist auch voll verrostet. Aber ja, weißt du, wie wir bessere bekommen? Wir müssten einfach, komm mit, ein bisschen mehr Rasen mähen. Hui, sag mal. Meiner ist schon voll, deiner auch? Oh, meiner auch. Oh nein. Und dann müssen wir quasi, guck mal hier, wir müssen jetzt verkaufen. Und dann kriegen wir mehr Münzen und sowas. Okay. Ja. Hier oder wo geht das hier? Nee, du musst es dann musst auf Verkauf drücken. Oh, jetzt bin ich hier im Shop drin. Da können wir uns anscheinend... Oh Gott, da können wir uns bessere Rasenmäher kaufen, ne? Ja, ich sehe auch gerade, das Ding ist, mein Ding ist upgraden. Ja, du musst es auch erstmal upgraden und dann kriegst du quasi wieder mehr Geld. Also ich habe meinen jetzt upgraded und das nächste Mal... Ach so, ja, zeig mal. Ja, weil aber du wo kannst kann ich, auch noch... Ich hoffe mal, ja. Guck mal, du kannst dir noch Boosts kaufen, Kaspar. Ey, sag mal lieber, wo ich das verkaufen kann. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe hier mein Ding noch hier. Ach hier! Ja, sag das doch mal! Ja, und das Ding ist... Das weiß ich doch nicht. Ich krieg halt einfach, kann gefühlt kaum Rasen mähen und muss dann wieder verkaufen, weil ich gerade mal 10 Stück habe. Also wir könnten uns natürlich den Infinity-Rucksack kaufen. Wo kann man den kaufen? Wo kann man sich den Boost holen? Ich glaube, warte mal, ist deiner auch schon besser? Ah, hier Infinity Bag? Boah, aber 1000 Robux, das ist natürlich nicht ohne. Okay, das ist extrem das teuer. Das ist nicht ohne, das ist das teuer. Ist extrem teuer. Das Ding machen wir nicht. Ich kann sogar, warte mal, kann ich schießen? Ich glaube, ich kann sogar auf die schießen oder so. Ich verkaufe hier mein Zeug erstmal wieder so. So, pass auf, warte mal. Boah, direkt wieder voll. Ey, sag mal. Ich habe dich geschossen. Ich glaube, du hast gerade auf mich. Ey, was soll das denn? Ja, das Ding ist echt gerade die ganze Zeit voll. Ich sehe das auch. Also, das ist ein bisschen zu doll. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal hier vorne wieder in den Shop reingehen. Kann man sich dann auch größere Rucksäcke kaufen? Genau, oder wir können nämlich unseren Rucksack upgraden. Du musst halt quasi links gehen. Dann kann man quasi Upgrade Rucksack Space. Kann man sehen, das heißt, das Ding upgraden. Okay, ich habe jetzt sogar schon 170 jetzt da drin, also schon mal ordentlich mehr. Und ich upgrade jetzt auch direkt schon, wie du es jetzt wahrscheinlich auch schon machst, den Rasenmäher. Ja, den hatte ich, glaube, der hatte den die Runde vorher schon geupgradet, aber ich glaube, ich kann den nochmal. Ja, meiner ist nämlich grün.
Deiner ist schon grün, meiner ist gerade mal rot. Okay, warte ja, mal. Ja, meiner ist grün. Und das Ding ist... Ja, meiner ist jetzt auch grün. Ich habe jetzt 170 Platz. Du auch? Ich auch. Okay. So. Ich kann sogar auf die schießen. Ey, ich muss ja sagen, eigentlich macht mir Rasenmähen nicht so viel Spaß, aber hier muss ich sagen, geht das eigentlich. Hier geht das echt. Guck mal, ich schieße doch auf dich. Guck mal hier. Ey, wie ist denn halt tot? Wie schießt du? Kann ich auf dich schießen? Ich schieße mit dem Rasen einfach auf dich. Oh mein Gott, warte mal, das muss ich auch mal machen. So, hier erstmal verkaufen. Oh Gott, jetzt habe ich schon 2000. Aua! Ey! Ja! So, ich gehe schnell zurück. Oh so, ich gehe jetzt hier wieder in den Shop rein. Und, warte mal. Wie viel kostet? Das Ei kostet 50.000. Okay. Ist aber teuer. Lass mal erstmal upgraden hier den Spaß. Ja, wir müssen erstmal upgraden. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch meinen Rasenmäher. Oh ja. Upgrade. Ich mache erstmal meinen Rucksack. Oh, ich konnte den zweimal upgraden. Du auch? Ja, ich konnte den theoretisch. Ja, obwohl nein, der Rucksack. Doch, ich kann meinen Rucksack upgraden. Nochmal upgraden. Ja, ich muss nochmal. Ich kann jetzt 1200 immer mitnehmen. So, nee, 610 ich habe jetzt auch geupgradet ordentlich. Also ich glaube, wir können jetzt. Mal gucken, also ich so kann jetzt, verkaufen. Oh ja, ich kann 1700 mitnehmen in meinem Rucksack. Was, so viel direkt? Ja. Oh, okay. Wir haben fast den abgegradet. Da! Weg hier! Okay. Gerade noch gesaved. Also ich habe ihn schon ein paar Mal geupgradet. Ja. Okay, nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade $8,000. Ja, $8,000. Sag mal, du versteckst dich dahinter, hinterm Schild. Warte mal, es gibt auch, guck mal, siehst du oben, es gibt auch verschiedene Zones. Siehst du das? Ach so. Das heißt, stimmt, wir sind in der ersten, ne? Genau, wir sind jetzt, glaube ich, gerade in der... Ey, wir sind in der ersten Zone. Und ich glaube, hier vorne haben wir so erstmal auch noch so eine Daily Chest. Das heißt hier... Oh, warte mal. Die sollten wir mal lieber mitnehmen. Stimmt. Bei verschiedenen Rebirths kriegen wir... Ja. Oh, ich habe richtig viele Münzen bekommen. Oh, bei mir geht, ich weiß nicht viel. Ich habe jetzt auf jeden Fall insgesamt 15... Hör auf! Ah, das warst du gar nicht. Ich habe 15.000, habe ich jetzt. Ja, gut, dann verkaufe ich mal hier den Spaß. Okay, pass auf, ich verkaufe meinen jetzt auch nochmal ganz kurz. Das heißt, ich habe jetzt selber auch gerade 20.000 Münzen und kaufe jetzt auf jeden Fall nochmal ganz schön viel. Und dann kaufe ich mir ein Haustier und mach dich fertig. Ich mach dich dann fertig. Du machst mich ganz und gar nicht fertig, mein Lieber. Ich mach dich richtig fertig. Du machst mich hier nicht fertig. Oh, es passen schon 8.000 Gras in meinen Rasenmäher hier. Ja, ich habe jetzt auch gerade richtig viel noch. Das dauert ja ewig, bis es voll ist. Perfekt. Was ist denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Wo bist du? Hier sind so Zwerge, die machen hier hinten. Die sind so Zwerge, die machen hier irgendwie so einen Hochstand oder ja, so. Ja, die machen da so einen Zwergekampf oder sowas. So einen Tanz oder ja? Oder ja. Mal, können wir gegen die kämpfen vielleicht? Ich gehe rein in den Ring. Und? Ja, geh mal rein. Ich glaube, du wirst nicht lange überleben, oder? Ich kann auf dich schießen. Stimmt. Da ist so ein Zielsymbol, aber ich weiß nicht genau. Aber es funktioniert nicht so gut. Keine Ahnung, ob das es bringt. Nee. So, Kasper, ich habe jetzt gerade 50.000 Münzen. 50.000? Ach, ich habe 52.000. Okay, ja gut, ich öffne jetzt mein Ei. Mal gucken. Ich habe. Ich auch. Affen. Oh, ich habe eine Ente. Naja, okay. Aber ist auch nicht selten. Ist das selten? Nee, meinst du ist ganz normal. Warte mal, was bringt überhaupt mein Affe? Mein Affe bringt bald 2 Coins. Hä? Lol. Was bringt deiner? Das sage ich dir nicht. Mal 3. Wie mal 3? Mal 3. Ja, mal 3. Ich sehe jetzt erst, ich kann hier so Coins einsammeln. Ja, aber die bringen ja nicht so viel, oder? Ja, mit dem Affen geht das. Mit der Ente geht das. Ey, du hast eine Ente, die ist einfach. Die ist viel cooler als deine. Oh, ich hab die auch. Ich hab die auch bekommen. Och, nee. Ich muss die auch gleich mal kaufen. Jetzt hab ich beide ausgewählt. Jetzt hab ich gerade mal 5. Oh, beide zusammen kann man auch. Oh Gott, da muss ich auch gleich mal. Ja, also ich mache jetzt hier direkt wieder, ich zieh die jetzt direkt wieder ab, wie in dem Essenssimulator. Nee. So soll wirst du dich nicht anziehen. Ich mach dich dann fertig. Ich hole mir jetzt noch ein Ding. Ich habe $130.000. Wie viel hast du denn? Noch ein Affen. Wie viel hast du? 130.000. Ja, ist schön. 130.000. Ja. Ein Hund! Okay, ja gut. Wie, du hast einen Hund? Sag mal so. Ich hab einen Hund. Und nochmal die blöde Ente. Mann! Die Ente ist doch sogar voll gut. Ja, und der Hund aber nicht. Der Hund ist nicht so gut. Der Hund ist wie mein Affe. Oh, ich hab schon wieder einen Affen. Och, Mann, oh. Ich sag dir jetzt, ich kauf gleich nochmal. Auch wenn ich hier kaufsüchtig bin. Und dann werde ich was ganz, ganz Seltenes ziehen. Ich sag's jetzt auch so, wie es ist. Ich werde probieren, jetzt das Beste dazu ziehen. Ich habe jetzt hier gerade. Ich glaube, ja. Gar keinen Platz mehr, glaube ich gerade. Wie viel passt denn in deinen Rucksack gerade rein überhaupt? In deinen Rasenmäher? 8.300. Oh, ich hab eine. Ja, bei mir auch. Eine Katze, die bringt auch nichts, ne? Mann, oh. Ne, die Katze bringt auch mal 2. Ey! Ja! Oh Mann, nee. Ich kaufe jetzt direkt nochmal ein Ei. Komm. Probier mal. Eine Schildkröte! Nein! Was? Wie viel ist die? Die bringt mal 4. Nein! Das kann nicht sein, dass du wieder so ein Glück hast. Ja, die Schildkröte ist das Seltenste, was man bekommen kann. Nein! Oh mein Gott, das hast du nicht gezogen. Doch. Doch, ist das Seltenste. Ey, so ein Glück kann man doch gar nicht haben. So, das Gute ist, jetzt werde ich direkt mal ganz kurz hier nochmal mein Geld verkaufen. Ey, ich hab 360.000, da kann ich mir jetzt auch erstmal. Hier, warte mal.
Nee, das kostet Robux. Aber viel Spaß, das Geld ab. Oh, jetzt habe ich noch eine Ente. Okay, jetzt habe ich das quasi das Beste. Erstmal oh, noch ein Hund. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar Eier hier. So, komm, nächstes so, direkt. Und okay, ich habe jetzt quasi Katze, oh nee, ordentlich, ey. Ich kriege jetzt hier ordentlich Geld. Das heißt, hier kriege ich mal 3. Und ich hab Mann, jetzt, was ist denn das hier? Was denn? Ich ziehe hier nur die ganze Zeit so normale Sachen. Katze, Ente. Habe ich doch alles schon 10.000 Mal. Aber das Ding ist, man kann auch, wenn man 10 von einem hat, kann man die quasi Dings besser machen. Ja, okay. Genau, so craften. So, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall gerade ordentlich Geld jetzt wieder. Und das Geld nutze ich jetzt direkt mal für einen neuen Rasenmäher. Der kostet aber, okay. Oh nee, der kostet 120 Millionen. Den kann ich mir, glaube ich, noch nicht leisten. Wie viel muss ich? 5 braucht man davon, von einer gleichen. Okay, so, okay. Ich upgrade nochmal ganz kurz meinen Rucksack. So, ganz kurz meinen Rucksack upgraden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, es ist wichtig, auch den Rasenmäher zu upgraden, ne? Immer ja, den Rasenmäher, den habe ich jetzt richtig doll upgegradet, ne? Okay, okay. Aber ich sag, so ist es, mein Rucksack, ho, Alter! Du, da passt viel, wie viel passt rein? 30.000 passt an mein Rucksack was? Rein. Was? Ja, ja. 3-mal so viel wie bei mir. Ja, richtig nicht schlecht. Viel. So. So, direkt, oh, jetzt habe ich direkt 700.000. Ey! Nein! Ey, wie kannst du so viel Glück haben die ganze Zeit? Kannst mal sehen. Und das Ding ist, ich werde das jetzt ganz kurz wieder besser machen. Ja, ich auch. Und zwar, das ist, glaube ich, das Wahre hier. Ja, das ist gefühlt echt das Wahre. Das heißt, ich upgrade jetzt mal ganz kurz den und nochmal upgraden. Und jetzt werde ich mal ganz kurz nochmal meinen Rucksack upgraden zweimal. Oder Space, ein paar Mal öfter. So, okay. Was ist los? In meinen Rucksack passt jetzt 250.000 rein. Hm, auch nicht schlecht. Bei mir 50.000. Ja. Also so viel brauche ich halt gerade noch gar nicht, ne? Nee. Ich sag dir, du hast drei Enten, ne? Ich hab 3 Enten und die geben mir auch richtig guten Boost, muss ich sagen. Okay, dann werde ich jetzt mal was machen, was du sagst. Zeig mal deine Schildkröte. Ja, meine Schildkröte ist gut. Die Schildkröte hat richtig was drauf. Wieso? Was hast du gerade gesagt, was willst du machen, was ich nicht denke? So, ich kaufe jetzt immer ganz viel. Oh, ich habe noch eine Schildkröte, noch eine Ente. Ich dachte, das ist so, nochmal einkaufen. 2,5 Millionen Coins. Uiuiuiui. Jetzt kann ich aber ein bisschen upgraden hier, ne? Das ist wahrscheinlich bei dir richtig ab, ne? So, hier, in der Zeit, upgrade, wo ich quasi neue Eier aufmache, kann ich schon wieder ein bisschen Rasen mähen. Ich habe es nämlich clever jetzt hier gemacht. So, öffnen wieder. Und okay, ich kriege jetzt gerade ein paar neue Affen und die werde ich gleich mal zusammen craften und dann mal gucken, was der quasi bringt. Okay, so. Ja, mach das doch. Ich kaufe mir jetzt auch hier nochmal ein paar Eier. So, und... Ja? Oh, erste ist eine Ente! Eine Schildkröte meine ich, nicht eine Ente. Nein, warum hast du jetzt auch eine Schildkröte bekommen? Und das nächste ein Hund. Oh, ich kann mir noch 10 Eier kaufen, ey. Das mache ich auch hier. Ey, unglaublich. Ich kann mir richtig viele Eier noch kaufen. Oh, ich hab viel Geld. Ich habe schon 10 Hunde. So, ich sag dir, ich werde dir gleich alle dingsen, ne? Alle zusammen merchen. Ich werde die auch craften. Und ja, oh, man hat sogar noch einen Daily Spin, sehe ich gerade. Oh, den müssen wir auch einlösen. Oh, was habe ich? Was habe ich? Was ist das? Das ist das. Was hast du gezogen? Ich hab mal 2 Coins für 20 Minuten. Wie mal 2? Oder? Nein, das brauch ich. Oder? Das brauch ich. Nee, ich hab jetzt, glaube ich. Ich hab mal 5 Coins. Nein, du hast das Beste gezogen? Oh mein Gott. Wie, du hast mal 5 Coins? Ich werde jetzt verkaufen. Mal gucken. Ich hab jetzt 50 Millionen. Wie hast du auf einmal 50 Millionen? Ich hab gerade 3.000. Ey, na toll. Ich zieh hier, dass ich 50 Haustiere haben kann. Beim Daily Spin. Du kannst 50 Haustiere haben? Ja. Wie? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist gut, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Es nicht. Kann ich die alle gleichzeitig... Ich muss gucken, ob ich die alle gleichzeitig ausrüsten kann. Nee, kann ich nämlich nicht. Kann ich jetzt meinen Monkey schon craften? Ja. Ah, warte mal. Ich brauche 10 und dann gibt's Level Gold, Silber. Okay, wie viel Affen habe ich jetzt? Ich habe jetzt 1, 2, 4... Okay, mir fehlen noch 3 Affen. Den kann ich quasi mit einem Affen verbinden. Oh, und dadurch kriege ich auch noch wieder mehr. Ey, ich habe gerade so viel Geld, Kaspar. Ja, okay. Also da muss ich ein bisschen aufholen, ne? Also wie viel Geld hast du gerade? Ich habe gerade 60 Millionen. Was ist das denn? Ich habe einen Papagei bekommen. Ja, hatte ich auch schon. Oder? Weiß ich nicht. Was bringt denn der Papagei? Der ist auf jeden Fall auch, ich glaube, gleich viel wie die Ente. Toll. Ist ja kaum was anderes. Ja, kaum was anderes. Nochmal die Schildkröte. Wie jetzt? Das ist doch unfair. Ich ziehe die ganze Zeit Eier. Ich kaufe mir die ganze Zeit Eier, ja, und damit kriege ich auch eine gute Schildkröte. Und wieder der Papagei hier, okay. Ja, nächste. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gleich genug Affen, glaube ich. So, hier mal ganz kurz kaufen. Wie viel fehlen mir denn eigentlich noch? Ja, ich habe jetzt genug Affen, mal gucken. Ich werde jetzt mal ganz kurz zusammen craften. Oh. Ich habe einen Silberaffen bekommen, der bringt mal 4. Oh, ja, aber muss ich sagen, lohnt sich jetzt nicht so krass, ne? Mal 4? Ja, aber mal 1 nochmal mehr, ne? Ja, aber ich meine, ist jetzt halt auch nicht so krass, halt nur mal 4 so, ne? Ja, ist halt so wie eine Schildkröte, ne? Ja, und ich sehe auch gerade, dass ich die ganze Zeit Schildkröten habe und sie einfach nicht equipped habe. So, ist auch gut. Auch nicht schlecht, kann man auch mal übermachen. Letzte auch nochmal.
So, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder mein Geld verkaufen gehen, weil ich habe ja nochmal mal 5 Coins und habe jetzt nämlich einfach ganz kurz 100 Millionen nochmal. Ui, das schmeckt doch ziemlich gut. Dann sollte ich auch mal verkaufen hier, so. So, das Gute ist sogar, ich glaube, ich kann jetzt nochmal ganz kurz mein Ding upgraden. Ich brauche einen besseren Mähdrescher. Warte mal, der nächste kostet 150 Millionen, ich spare einfach auf den. Der ist erweitert. Ich kann den auch mit Blüten bezahlen, sehe ich gerade den einen. Wie mit Blüten? Mit Blüten. Einfach so mit Blüten oder was? Ja, ich brauche 130 oder was? Wie stand da? Brauche ich dann so. Kannst du mal Ei öffnen. Okay, ich habe schon wieder einen Papagei. Alles klar. Ja, gut, gut, gut. So. Oh, nochmal eine Katze hier. Ja. Oh Gott, das gibt jetzt gleich richtig gut Geld, ne? Boah, ich mache das so schnell. Wie viel Gras sammelst du die Sekunde ein? Was steht da immer? 597. Ja, ich sammle 2200 ein. Oha. Ich habe meinen Rasenmäher nämlich schon richtig gepimpt. Ja, so, pass auf. 600.000 Kras. Ich werde es auch gleich so machen. Pass auf, dann wirst du auch gleich sehen, dass du es bereuen wirst. Ich habe jetzt gleich nämlich den neuen Rasenmäher. Pass auf, ich gehe jetzt ganz kurz dahin und mache jetzt, verkaufe jetzt wieder, habe ich wieder 50 Millionen ungefähr mehr. Ah, mir fehlen noch 10 Millionen. Pass auf. Okay, okay, okay. Ich sage, du wirst gleich sehen. Hier. Ich habe gleich 10 Millionen übrig. Und dann. Und dann? Pass auf, du wirst sehen. Okay, ich habe jetzt. Ich kann jetzt den erweiterten Rasenmäher kaufen für 150 Millionen. Ja, okay, mach mal. Mal gucken, was der so drauf hat. Ein bisschen so, Upgrade Space. Naja, ich brauche noch 2 Millionen noch Mano. Okay, okay. Mano, warte, ich muss so. Hier was kaufen. Alter, ich sag dir, mein Ding ist hier ordentlich equipped jetzt. Ja, ich habe jetzt so einen pinken Rasenmäher. Und ich sammle 8000 Gras die Sekunde ein. 300, 400.000, 500.000, 600.000. Oh mein Gott, das geht jetzt richtig rutti-fotti hier. Was? Ich sag's dir, 2,3 Millionen gleich schon. Wieso hast 2,3 du... 2,3 Millionen Gras. Okay, warte mal. Eine Million jetzt... Gras jetzt. Ich kann ihn nicht kaufen, warum kann ich ihn nicht kaufen? Ja, weil du blöd bist. Selbst schuld. Ach, ich brauche jetzt nochmal 137 Millionen, 137.000 Gras. Okay, das heißt, ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen hier ein paar Eier noch einsammeln. Ich habe jetzt 2,3 Millionen Gras gleich. 2,3 Millionen? Ja, krass. Und das sind, wie viel sind das jetzt? Was? 128 Millionen waren das. Was? Uiuiui, also das schmeckt ja schon mal richtig gut. Warum hast du so viel? Ja, weil ich den Rasenmäher die ganze Zeit upgrade. Ich habe einen pinken Rasenmäher, hallo? Der sieht ja wohl cool aus. Ich hätte den vielleicht auch upgraden sollen, aber ich speiere gerade auf den. Du hast ja noch den verrosteten, sehe ich gerade. Ja, warte, ich habe jetzt gleich... Du hast ja noch den allerersten. Nein. Das ist schon mein 10. Habe ich nicht. Weil der ist verrostet, natürlich ist es dein allererster. Nein, pass auf, ich zeig's dir jetzt gleich, pass auf, du wirst sehen. Zeig mal. So, ich kann jetzt den Erweiterten kaufen. Wie viel kriegst du jetzt gerade pro Sekunde? 8.100. Okay, ich kaufe jetzt den Erweiterten für 152... Ich kann den schon wieder nicht kaufen. Ja, wieso das denn nicht? Das ist doch unglaublich. Oh, toll, jetzt habe ich schon wieder meine 2,3 Millionen. Okay, jetzt upgrade ich auch die ganze mein Dingens. Okay, ich upgrade jetzt auch meinen. Hier, verkaufen. 255 Millionen. Ja, dafür werde ich, werde ich jetzt erstmal den dicksten Rasenmäher holen. Ich habe jetzt die ganze Zeit quasi nicht geupgradet. Zeit verschwendet. So. Hier, jetzt könnte ich. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, hier. Ich konnte mir den auch nicht kaufen. Ja, ich habe jetzt das Heftigste, glaube ich, oder? Ja, oh, ich habe mir schon was Zweites gekauft. Okay. Wie, das hast du gekauft? Ich glaube, ich habe mir gerade was Gutes gekauft. Wie viel Gras passt in dein Rasenmäher rein? In mein Rasenmäher passt jetzt gerade 16 Millionen Gras rein. Ja, okay. Ich kriege jetzt gerade 19.000. Ja, ich kriege 29.000. Okay, bin ich weiter vorne als du. Ja, okay. Aber pass auf, vergiss nicht, dass ich mal 5 habe. Ui, das heißt, was? Ich jetzt mal stimmt, ganz du hast ja diesen Boost. Jetzt habe ich direkt 300 Millionen. Was? Du hast 300 Millionen? So, 300 Millionen. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier. Wie hast du jetzt 300 Millionen bekommen? Ja, ich habe halt mal 5 Coins. Das hat das. Wie hast du mal 5? Das ist halt der Unterschied, ne? Das ist halt. Jetzt werde ich nochmal upgraden. Fünf? So, jetzt habe ich das komplett geupgradet. Jetzt kann ich den nochmal. Ja, ich habe jetzt schon den erweiterten. Ha! Man muss das einfach komplett fertig upgraden, dass man den erweiterten kaufen kann. Ach, lol. Und jetzt habe ich 45.000 kriege ich gerade. Nein! Ja! Mann! Muss ich mal ein bisschen Speed hier aufholen. So. Ja, musst du wirklich Speed aufholen? Okay, hier. Ja, ich habe 11 Millionen jetzt hier drin. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel ich dafür kriege. Ich habe jetzt 680 Millionen. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade 700 Millionen, habe ich jetzt gerade. Okay. Ich glaube, wir sind. Und jetzt verkaufe ich nochmal und habe nochmal 500 Millionen mehr. Auch nicht schlecht. Hier. So, das heißt, ich werde das Ganze wieder ein bisschen upgraden. Kann ich den hier upgraden? Jetzt zack, so. upgraden. Boah, den kann ich aber gar nicht oft upgraden, ne? Wieso den nicht? Den einen. Ja, weil ich nicht so viel Geld habe, der ist ja übel teuer, sag mal. Ich kann meinen schon zweimal upgraden. Oh, zweimal schon direkt? Okay, so, ja, ich upgrade nochmal ganz kurz meinen Rucksack, das heißt, da habe ich erstmal Ruhe. Das heißt, jetzt kann 100 Millionen passt in meinen Rucksack gerade. Wie viel passt bei dir rein? 100 Millionen? Ja. In meinen Rucksack passt 200 Millionen rein. Oh, das Doppelte einfach mal. Auch ja, nicht ja, schlecht. Ja. Kannst du mal sehen. Hier nochmal Münze mitnehmen. Da kannst du mal sehen. So. Ey, ich muss, aber wie viel, ja, okay, du hast natürlich schon einen krassen Rasen mehr, da muss ich jetzt ein bisschen hier drauf gambeln. Ja, also du wirst gleich sehen, Alter, ich werde jetzt auf jeden Fall
jetzt mal ganz kurz hier verkaufen. Hab 1,7 Milliarden. Ich guck hier gerade mal. Du hast 1,7 Milliarden. Und jetzt habe ich 2,5 Milliarden. Was? Alter, was ist denn mit dir los? Sag mal. Und jetzt kann ich das Ganze. Du hast dir doch irgendwas für Robux geholt. Nein, habe ich nicht. Und jetzt habe ich den nochmal zweimal geupgradet. Jetzt kriege ich. Weißt du, wie viel ich jetzt gerade bekomme? Für einmal Rasenmähen? Wie viel? 260.000. 260.000, okay, ja, das ist heavy. Ich bekomme nur 70.000. Kriegt nur 70.000. Ja, war's doch nicht schlimm. Du hast auch diesen richtig krassen Multiplier die ganze Zeit da oben wegen deinem blöden Haustier da. Ja, ich habe halt mal 5 Coins, ne? Ja, habe ich auch. Das habe ich auch. Wie, hast du auch bekommen? Ich hab ja 2 Schildkröten. Ja, aber ich hab auch noch 2? Dazu. Ach so, nee, das habe ich glaube ich dann nicht. Also das steht jedenfalls bei mir. Ah, warte mal, mir fällt gerade genau was auf. Ich habe außerdem noch eine falsche Dings ausgewählt. Ich habe ja noch. Ah nee, mein Silbermonkey gehört dazu. Alles gut. Ich habe 2 Milliarden. Ich habe jetzt 10 Milliarden. So, das heißt. Das ist doch gelogen. Ich kann jetzt nochmal ganz kurz das Ding nochmal zweimal upgraden. So, kurz mal hochmachen. Ey, das Mann, ey, ich nehme jetzt 170.000 Gras die Sekunde sozusagen ein. Ich 620.000. Was? Okay, ja, das ist aber auch nur die kleinen Sprünge dann. Das geht dann rucki-rucki-zucki da. Ja, du kriegst mir nicht eingeholt, pass auf. Natürlich krieg ich noch eingeholt. Schon wieder 11 Milliarden. So, das heißt, ich kann jetzt. Ey! Jetzt habe ich wieder 16 Milliarden. Das heißt, ich kann das Ganze wieder kaufen. Ja. So. Okay, 16 Milliarden. Und dann wollte ich hier nochmal upgraden. Und leider noch so, nicht. So, und wo kann ich verkaufen? Da hinten? Guck dir mal meinen coolen Rasenmäher an. Ey, der sieht echt ganz schön abgespaced aus. Ich krieg jetzt eine Million. Eine Million? Oh mein Gott, okay. Ich kaufe mir die ganze Zeit weiter in Eier. Die Eier sind auf jeden Fall auch. Ach du holst, aber es bringt doch gar nichts, weil die maximal Dings hier geben. Die geben doch maximal nur 5x. Nein, also ich werde hier auf jeden Fall noch upgraden, die ganzen Sachen. Boah, ich habe 30 Milliarden. Das heißt, was? 30 Milliarden? Das kann ich. Alter, was ist mit dir denn los? Upgraden noch. Ich habe jetzt nochmal zweimal upgegradet. Okay, ich habe jetzt gerade mal 260.000, die ich hier die Sekunde einnehme. Ich kriege 2,3 Millionen pro Sekunde. Was? Oh mein Gott, ja gut, okay, das ist schon crazy. So. Hier noch ein bisschen. Dafür ist mein Rasen schöner als deiner. Ist er das wirklich? Ist er, ja. Ich habe noch mal eine Schildkröte bekommen. Och nee, wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 2 Schildkröten. Das heißt, das mache ich weg. Ich habe 2 Schildkröten und... Und ich habe noch einen Silbermann. Das heißt, ich habe 3 mal 4. Ja, okay. So, nochmal ein bisschen hier kaufen. Wieder einen Affen bekommen. Ah, was gibt's denn hier noch? Boah, Alter, ich krieg gerade so viel, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Okay. Obwohl ich ja das eben noch relativ doof gespielt habe. Naja, so, du warst kurzer Zeit hinter mir, aber ich habe jetzt gerade 4,3 Milliarden, damit sollte ich doch mal ein gutes Upgrade mir ziehen können. Ich glaube, ich kann aber den Hund, Ja, ich habe jetzt nochmal einen silbernen Hund bekommen, da bringe ich auch nochmal mal 4. Mann. Und die Katze bringt auch nochmal mal 4. Was kann doch nicht sein, oder was? Sag mal. Ja, aber ich brauche. Aber die bringen halt leider nicht so viel. Ja, die bringen nicht so viel. Ich nehme jetzt gerade mal 400.000 ein. Ey, du hast einfach durch diese Boost das Glück. Du hattest schon wieder so richtiges Glück bei diesem Spinnrad. Ich habe 100 Ist Milliarden. Einfach so. Ich habe 100 Milliarden. Du hast 100 Milliarden. Ich glaube, 2 Milliarden auf der Bank. Das heißt, ich kann das Ding. Mann, ey. Zack. Zack, nochmal zweimal upgraden. Jetzt brauche ich mal einmal ganz kurz ein bisschen meinen Rucksack upgraden hier. 11. Ey, Mann, das dauert bei mir jetzt ewig. Weißt du, du hast ja da auch schon wieder einfach Glück gehabt, ey. Ja, also Glück gehabt. Ja, ist so. Du hattest einfach Glück mit dem Rad da. Kannst auch aufgeben jetzt einfach. Nee, ich mach das hier. Ich gebe hier noch meine 100 Millionen Gras kurz ab und... Ey, dafür kriege ich gerade mal 7 Milliarden. Na gut, dann gebe ich halt auf. Von mir aus. Dann hast du halt heute gewonnen. Ich krieg gerade 6 Millionen. Ich krieg jetzt gerade 6 Millionen. Hör mir auf, ey. Hör mir auf. Und 160 Milliarden. Ich hab gewonnen, Leute. Nicht schlecht, Broxo. Nicht schlecht. Yo! Was Broxo hast du denn für einen coolen Backladen? Guck dir mal den leckeren Erdnussbutterkeks da vorne an. Willst du den kaufen? Hast du den gerade erst frisch gemacht? Der kommt jetzt gerade erst aus dem Ofen raus. Lol, wie cool. Aber warte mal, das heißt, wir müssen irgendwie hier Sachen raufpacken, oder was? Auf unser Einkaufswagen? Ja, pass auf. Also ich erkläre dir das mal, ja? Also wir haben sozusagen eine eigene Bäckerei. Du ja. Ja. Und jetzt musst du sozusagen deinen Einkaufswagen, guck mal, wie voll ich meinen gepackt habe. Den musst du nehmen und in den Ofen packen, die ganzen Zutaten. Ja. Und dann kriegst du daraus einen Keks oder einen Kuchen oder was auch immer. Und dann kannst du sozusagen auf ganz entspannt das verkaufen und dafür kriegst du wieder Geld. Ich seh's gerade. Kannst du dir einen besseren Ofen holen und sowas. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal hier wieder auf ganz entspannt Mehl. Guck mal, warte mal, was gibt's denn hier alles überhaupt? Hier gibt's richtig viel, aber hier kannst du anscheinend Baking Lessons kaufen für 139 Robux. Ah, okay, so üben sozusagen, ne? Ja, ich würde sagen, dann bist du besser. Ich hab bis jetzt mal geholt hier. Wow, Alter! Wow, Alter! Was für ein Konfetti, du! Ich bin Level 10! Lol, was? Ja! Du bist direkt hoch aufgestiegen. Okay, ich bin richtig Bäckereimeister gerade geworden. Alter. Oh, ich sehe gerade, bei mir ist ein Keks wieder fertig geworden. Oh, bei mir ist auch, warte mal, ich sehe es gerade, ist gerade fertig, hast recht. Und ach, stimmt, rein oben hier sieht man gerade, in 120 Sekunden kommen dann schon auch die ersten Arbeiter.
Ah, nee, die Kunden, ne? Ich meine genau die Kunden. Die Kunden. Und die kommen, okay, pass auf, was hau ich jetzt mir als Hast nächstes? Hast du jetzt auch schon, bist auch schon Level 10 jetzt? Nein. Ich spare die Robux, mein Lieber. Ich spare die. Ich kaufe mir später vielleicht noch was Besseres davon. Na gut. Ich kann jetzt hier nämlich Donuts und Cupcakes und sowas machen. Uiuiuiui. Okay. Mach jetzt einen Donut einfach. Ich hab hier wieder Eier, Mehl und Nutella. Das reicht ja wahrscheinlich für. Aber ich würde auch gerne, ich muss sagen, ich hätte auch Bock auf einen zweiten Ofen. Wir können uns, glaube ich, hier. Ich gehe mal zum Shop hier. So, also, ich glaube, ich kaufe mir hier einfach mal einen. Nee. Ach, das kann ich noch gar nicht. Ach so, ich habe noch gar nicht genug Geld. Wie viel braucht man für so ein. $38. Oh, ich habe ja auch nicht genug Geld. Ah, Mann, ey. Und wieder rein, wieder nach Hause. Okay, pass auf, dann müssen wir anscheinend noch. Oh, die Gasmer kommen gleich. Das heißt, wir kriegen gleich ein bisschen mehr Geld, ne? Ja. Die kommen gleich mit Kopf. Das heißt, du musst sozusagen so viel backen, wie es geht. Guck mal hier bei dem. Der hat sich gerade bei mir ist auch fertig. Produkte bei mir ist auch gerade fertig. Okay, sehr gut. Bei mir auch, glaube ich. Ich guck mal. Also, ich habe jetzt hier einen Donut. Ich hoffe, ich kann richtig schön verkaufen hier, ne? Hier. Ich habe ein neues Rezept gerade gelernt. Irgend so eine Creme. Okay, sehr gut. Ich meine, neue Rezepte sind immer gut. Ich sehe die gerade noch nicht. Was ist denn hier? Aber gut zu wissen. So, wir brauchen unbedingt den zweiten Ofen, Kaspar. Mach ich mir noch ein bisschen auf. Okay, ja, zweiter Ofen, alles klar. Brauchen wir unbedingt. Mhm, okay. Also den, ja, das ist schon wichtig, ein zweiter Ofen. Da kannst du immer so. Okay, noch 30 Sekunden hier. Ich sehe es gerade, wir können auch mehr reinpacken. Oder wollen wir uns eine Finanzspritze gönnen? Ich würde sagen, wir gönnen uns eine kleine Finanzspritze. 500 Coins für 49 Robux, klingt das gut? Das klingt akzeptabel, muss ich sagen. Okay, mache ich. Ich kaufe und habe ich gekauft. Sehr gut, dann können wir jetzt. Ich hole mal hier den Ofen, den Keks raus. Ui, der sieht lecker aus. Ich mache mal Cupcakes, mache ich jetzt auch nochmal. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen hier und ich lass mal ganz kurz zum Shop gehen. Ja, dann lass doch einfach mal zum Shop gehen und mal auf ganz entspannt. Ich bin mal gespannt, wie viel die jetzt ausgeben, diese Customer. Und du kannst sie auch kaufen. Ey, guck mal, hier gibt es ganz viele verschiedene. Wollen wir uns direkt einen besseren holen? Hey, kannst du dich da spawnen oder was? Wohin? Zum Shop? Ja, hä, du musst. Alter, hier gibt es einen Ofen für 200. Für 46.000, Alter. Oha, aber ich sehe gerade. Okay, du musst einfach auf Edit Bakery kannst du klicken, wenn du in der Bäckerei drin stehst in deiner. Welchen Ofen wollen wir uns kaufen? Guck mal, wir haben jetzt ja ein bisschen Geld zur Verfügung. Ich bin überlegen. Ein bisschen was ich kaufe mir, glaube ich. Ach so, guck mal. Das heißt, die teure, die sind, desto mehr packt da. Ist da quasi drin. Aha, okay. Also, ja, oh mein Gott, okay. Also ich glaube... Gönn ich mir den für $261, soll ich mir den mal gönnen? Ich kaufe mir auf jeden Fall den für 90, dann nochmal den für 125, den für 165 und 210 reicht leider nicht. Aber man kann sich auch neue Cards kaufen. Ja. Das heißt, ich kaufe mir jetzt hier ein neues Card für $89. Ja, kaufe ich mir, glaube ich, auch. Ja, okay. Let's go. Und jetzt kann man jetzt wieder zurückgehen? Einfach Exit unten und dann muss aber wieder rüberlaufen, glaube ich. Ah, gut, okay. Aber das ist gut zu wissen. Warte mal, ich habe jetzt gar nicht auf Equip gedrückt. Hätte ich noch auf Equip drücken müssen? Stimmt, du hast recht. Habe ich meins equipped? Ich weiß. Ja, ich glaube, ich habe es automatisch, oder? Nein, ich habe es nicht automatisch. Nee, ich hab's auch nicht automatisch. Verdammt. Hey, wie muss ich das denn machen? Okay, dann muss ich ja Edit Bakery, meinst du, ne? Genau. Kannst unten auf Edit Bakery drehen. In der Zeit verkaufe ich hier nochmal einen Keks. Okay, jetzt kann ich die... Ah, guck mal, ja. Jetzt kann ich hier platzieren. Das kannst du? Die Öfen. Zack. Teleport to Shop. Cool. Okay, hier, und jetzt dann muss ich hier nochmal das Card auswählen. Den hier nochmal. Sehr gut. Und jetzt zwar hier... Equip. Ui, ja. Du hier denn noch kaufen, sehe ich grad. Sehr gut. Ich glaube, jetzt mal ganz schnell rüber, Kaspar. Ich komme jetzt. Ja, ich komme auch. Ich muss hier auch nochmal Cards rausholen. So. Oha, der hat richtig viel in seinem Card drin, sehe ich gerade. So. Sehr gut. Und Exit. Zack, zack, alles klar. Zack, zack. Okay, mein Card ist schon voll. Ja, ich meine, irgendwann hast du halt richtig viel Geld und dann kannst du halt auch. Was ist das denn hier noch? Oh, du kannst hier auch Haustiere kaufen, sehe ich gerade. Haustiere? Und für 199 Robux gibt es hier einen richtig seltenen Ofen irgendwie. Wie jetzt? Eine für 440 Robux. Ah, okay. Aber das Ding ist, wo kann man sich Haustiere kaufen? Neben dem Shop, aber die kosten 49 Robux. Ich würde sagen. Ich gönn mir einfach mal. Ich glaube, ich gönn mir für 49 Robux einfach mal ein Haustier. Und? Ich komme jetzt zu dir. Ich habe. Eröffne das Geschenk und ich habe. Bitte was Gutes. Pet ja, eine Turtle, eine Schildkröte. Das hört sich gut an. Oh, die macht mich schneller. Was habe ich? Was kommt da raus? Ein Albino-Affe. Was? Das ist safe richtig selten, oder? Weiß ich nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall hier auf ganz kann ich sehen, dass er selten ist. Damit bin ich zufrieden. Keine Ahnung, das sieht man nicht. Ich glaube, welche Farbe hatte deiner? Der hier, das ist der. Albino, der ist halt Albino, ne? Ey, der passt ja zu dir auch gut. Der Bus passt zu dir gut. Aber wieso läuft der dir denn hinterher? Wo ist denn meiner denn? Weiß ich nicht. Ich habe meinen ausgewählt jetzt. Der muss ich noch. Meiner kann anscheinend Cupcakes besser machen oder sowas. Stand da, glaube ich, gerade. Ja, aber bei mir stand. Ich hab Walking Speed, ist auf jeden Fall angepasst worden. Und ich kann auch nochmal Carry nochmal zwei mehr mitnehmen, zwei Sachen. Ja, kannst du? Mhm.
So, hier okay, ist ich mache jetzt, glaube ich, Cupcakes, weil das war seine Spezialität. Ja, hier, so, hier, die nochmal alle, so, wieder alles voll. Okay, ich muss wieder verkaufen hier. Zack, zack, ich habe jetzt auch ganz viele Öfen, fällt mir gerade ein. Denk dran, wir müssen jetzt ganz schnell was hinmachen, weil jetzt kommen gleich schon die Customer und die kaufen dann wieder ganz viel. Oh, die wollen kaufen ohne Ende. Hier, ich mache wieder voll hier den Spaß. So, und alles schon wieder voll. Jetzt hier in dem guten wieder Ofen backen, rein. Hier, das hier. Alter, das ist jetzt ja echt Akkordarbeit. Guck mal, mein Albino-Monkey, was macht denn der jetzt? Was kann denn der? Ja, kann man der irgendwie raus, raufgehen auf seine, rein, auf hier seine Dinge? So. Hey, also, ich sag mal so, meiner soll... Hä? Okay, sehr gut. Ich bin noch Level 0 oder so, keine Ahnung. Ich sag mal so, meine Schildkröte sollte eigentlich dafür sorgen, dass ich nochmal zwei Sachen mehr mitnehmen kann in meinem Einkaufswagen. Aber davon hat nicht geklappt. Aber nicht. Nee, hat nicht geklappt. Oh, ich bin Level 3, sehr gut. Okay, sehr auch gut. So, hier... Oh, der Kuchen hier, der ist fertig. Den hole ich raus. Oder den Keks. So, rein damit. Und wieder raus. Und jetzt. So. Oh, ich habe gerade Rainbow Chocolate Cupcake. Ich habe gerade irgendwas bekommen. Mehr Geld oder sowas. Nächster Keks. Oh, ein Herzkeks. Auch sehr schön. Hier, der ist auch fertig. Und Cupcakes. Oh mein Gott, ich habe hier so die Produkte jetzt schon, Broxo, ne? Ich habe auch richtig viele. Guck mal bei mir. Bei mir ist ein Cupcake-Land. Ja, du hast da 4-5 Stück schon auf einmal, ne? Ich sehe es auch grad. Ja, der macht einfach so gute Cupcakes, das ist das Ding. Oh, ich die Schildkröte bringt mir jetzt von alleine die Dinger dahin. Lol. Wie jetzt? Die Schildkröte bringt von alleine die Essenssachen dahin, sehe ich gerade. Ich gehe nochmal zum Shop. Oh, ich bin jetzt schon Level 4 auf einmal aus dem Nichts. Lol. Hä? Geht richtig schnell hier. Okay, ich habe gerade $500, sehe ich gerade, ne? Also ich Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz. Ich kaufe jetzt mal so eine Dingens. So ein Pet. Ein Haustier oder was willst du dir kaufen? Ja. Okay. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Für 49 Robux, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich jetzt ein gutes Tier ziehe. Komm, nur bitte. Ein Level, dann habe ich schon. Bitte was Cooles drin und ich hoffe, ich kann mehrere Tiere haben. Mhm, ich glaub, oh, eine Ziege. Und, ist die krass? Ja, ist die krass schon. Oder was? Weiß nicht, Donuts kann die immer gut machen anscheinend. Ey, die Schildkröte macht doch von alleine meinen Ofen zu, wenn der fast voll ist. Okay, sehr gut. Hier Ingredients. Oh, jetzt läuft, okay. Ich kann Donuts machen endlich, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich kaufe mir jetzt, glaube ich, nochmal hier einen weiteren Ofen, glaube ich. Oder nochmal ein neues Kart. Oh ja, Ofen. Ofen kaufe ich mir gleich. Ich kaufe jetzt ein neues Kart. Das kann auch mal ein bisschen mehr nehmen. Das equipp ich jetzt auch direkt. Ja, auch wichtig. Und einen Ofen kaufe ich jetzt auch nochmal ganz kurz. Mach ich mir einen Donut. Für 260. Hier, komm, ich gönne mir auf ganz entspannt, gönne ich mir jetzt nochmal einen Ofen. Hier, komm. So. Welchen nehme ich? Hier, den hier. So. Das Ding ist, ich glaube, meine Ziege, die ist auch voll schnell und die kann anscheinend zwei Sachen oder so mitnehmen. Okay, hast du jetzt zwei Tiere aber gleichzeitig oder ging das nicht? Nee, das ging, glaube ich, nicht. Ah, okay. Na, aber dann ich frage mich jetzt gerade, kann die jetzt Sachen mitnehmen? Aber was macht die jetzt? Die läuft mir jetzt nur hinterher. Ja, also ich hatte bei mir eine Schildkröte. Ich glaube, die ist richtig gut, meine Schildkröte, ne? Ja? Ich glaube, ich habe was richtig Seltenes gezogen, weil sonst wäre das nicht so. Ja, sonst wäre das nicht so krass geworden, glaube ich. Aber ich glaube, Donuts war deren Spezialität, glaube ich, oder sowas. Hier, ich mache hier nochmal die. Aber die macht zwei Kekse auf einmal! Lol! Oha! Ach, lol, du brauchst gar nicht jedes Mal einzeln wieder zur Dings gehen, zu deinem Vorstellungsfenster sozusagen, wo dein Essen drin ist. Du kannst auch einfach aus allen Öfen, wenn die fertig sind, alle auf ein Tablett alle Kekse rausholen. Genau. Ah, das wusste ich nicht. Okay. Ich sehe gerade, meine Ziege hilft mir beim Aufladen. Ja, genau, das macht meine Schildkröte die ganze Zeit schon. Ach so. Die richtig stark, richtig gut. Gar nicht mal so schlecht, ne? Und der macht auch zu dann. Man kann auch Gourmet-Delivery, was denn das? Käse, okay, das wird anscheinend ein Käsekuchen oder so, ein Käsedonut. Jetzt schon lecker eigentlich. Hier rein damit. Und ja, sehr gut. Also anscheinend ist jetzt Gourmet irgendwie draußen oder sowas. Gourmet ist draußen? Wie Gourmet? Was meinst du mit Gourmet ist draußen? Hey, die klauen meine guten Sachen. Wie, wer klaut was? Die klauen die alle. Oh, ich hab Berliner gemacht. Auch lecker. Ey. Hier. Guck mal, die haben alle meine, guck mal, das hab ich bestellt für 79 Robux. Das ist draußen gelandet. Das haben die alle gute Sachen mir geklaut. Ach, lol, was? Ja. Lol, das wusste ich nicht. Sorry. Och Mann, ey. Wieso sorry? Das ist ja nervig. Die haben mir alle geklaut. Ah, weil ich jetzt hätte ich vielleicht sehen können oder so. Ich hab da ab und zu mal hingeguckt. Ja? Mann, ja. Oh, ich habe so viel gebacken schon, ne? Ohne Joke. Oh, ich habe ja noch Alter, einen Ofen. Alter, das ist so eine geile Bäckerei, ne? Ich sag dir, ich habe die beste Bäckerei in Roblox. Einen Quarzofen habe ich jetzt noch hier. Meine ist auch noch besser als deine. Nein, meine ist besser als deine. Deine ist nicht besser als meine. Ich habe eine Ziege, die für mich arbeitet. So, alles voll machen jetzt hier. Zack, 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 zack. Die Frage ist, was ist besser? Cupcakes oder Donuts? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. So, kommen wir mal ein bisschen voll jetzt hier. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit. Next. Mhm. Was ist das denn? Exotic. Kaufe ich jetzt mal. Mal gucken, was das ist. Exotic habe ich jetzt gekauft. Ach, das für Robux oder was? Ja, was? Nichts passiert. Was hat es gekostet? Keine Ahnung. Oh, ich muss was ich jetzt gekauft habe. War ganz schön teuer, muss ich sagen. Ah ja, ich glaube, das ist was zu essen, oder? Das hat 300 Robux gekostet. Ja, ich glaube, das ist auch was zu essen. Ich glaube, du kannst jetzt so Exotic Essen aufsammeln, sozusagen. Ja? Ich glaube ja. Ich habe ein bisschen Geld bekommen wieder. Sehr gut, wichtig. So, mein Dings ist schon wieder voll jetzt hier. So, zack, alles reinmachen. So. Ja. Was?
Guck, was ich gekauft hab! Oh mein Gott! Ich habe einfach eine Atombombe gezündet, Broxo! Lol, ich seh's gerade. Oh mein Gott, ich muss hier mal ganz kurz rein hier. Oha! Wow! Hier stürmen so Leute rein! Oh mein Gott, ja, die kaufen jetzt alle bei mir! Hey, warte mal! Da draußen die kaufen alle bei mir! Oh mein Gott, die geben mir richtig Da draußen liegen so Sachen! Alter! Alter, ich kriege ganze Gems! Nein, was für Sachen liegen da? Hier von der Nuke! Nein, was sammeln die da alle ein? Alles so konnte. Oh mein Gott, ich krieg ja voll viele Gems! Ey, das ist von mir! Das ist von mir, wieso sammelst du das denn ein? Ich habe gerade so viel bekommen, ne? Jetzt habe ich 100. Oh, hier ist noch was. Nochmal 4 Gems. Auch noch was? Jetzt habe ich 100. Ich habe nicht einen einzigen eingesammelt! Oh Mann! Aber jetzt bin ich grün. Aber jetzt habe ich 127 Gems. Jetzt kann ich mir sogar eine Kiste kaufen mit Gems. Und ich bin auch grün. Das mache ich jetzt gerade. Okay. Komm, bitte, was Gutes, bitte. Ah, hier erstmal. So, alles klar. Ich habe 45 Gems. Das ist nicht schlecht. Reicht ja wahrscheinlich auch. Oh, meine Öfen sind alle fertig. Hier, erstmal alle Kuchen raus. Hier, warte mal, muss ich das finden irgendwie. Sehr gut. Und Pau, sehr schön. Oh mein Gott, das gab nochmal gut Geld. Hier wieder rein damit euch, so. Das kann der... Immer wieder hier, so, nehme ich mit. Alter, jetzt ist das hier wirklich... Also das ist echt, ich glaube, ich habe die beste Bäckerei in Roblox, ne? Also ich glaube, ich habe das beste... Sag mal. Ich glaube, ich habe die beste Kuchenmacher oder irgendwie sowas, Kuchenbäckerei. Und du hast wahrscheinlich die beste Donutbäckerei oder Cupcakebäckerei. Nein, ich habe allgemein die beste. Sag mal, wo ist jetzt mein Tier hin? Ja, du hast eine verschimmelte Bäckerei, das wissen wir genau. Ich gar nicht. Die Kunden beschweren sich schon, dass es schimmelt. Mein Dingens. Da ist der. Okay, jetzt kommt er gerade. So, ich habe jetzt 700 Dollar. Jetzt kaufe ich mir das damit. Ich glaube, ja, ich habe auch 700 Dollar. Ich glaube, ich kaufe mir auch nochmal ein neues Card, oder? Ja, ich kaufe mir jetzt das für 600 Dollar, habe ich mir jetzt gekauft. Uiuiuiui. Das muss ich aber, das nochmal equippen. Ich will mir das hier erstmal. Oh nein. So. Rein nochmal in den Shop hier. Cards. Hatte ich das jetzt hier? Kaufen, so, ich werde sie auf jeden Fall alles richtig voll machen. Oh, Magnetenaura. Was ist das denn? Das wollte ich mir nochmal holen, ne? Hier, den. Ich habe jetzt Magnetenaura. Okay, oh mein Gott, ich sammle alles automatisch ein. Lol, wie cool. Wie hast du das bekommen? Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Delivery. Guck mal, ich muss nur rüberlaufen. Dann ist mein Card direkt voll. Man kann auch hier Sprint kaufen, ne? Wie Sprint? Ja, aber das Ding ist, das bringt doch auch gar nichts. Diese 5 Items hättest du auch kurz einsammeln können, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ich wusste nicht, was es ist. Ja. Okay, so. Cupcakes. Hier, ich nehme alle Kuchen wieder raus. Ich habe alle wieder am Start. Ja, wann kommen die Kunden? Die kommen gleich auch schon. Ja, okay, ich glaube auch. So, gut. Hier nochmal. Mal gucken, was die Kunden sagen zu unserem finalen Bug-Battle hier. Oh, da bin ich auch gespannt. Ne? Das ist echt so zack. Ich guck mal, pass auf, wir machen es daran aus, wer am meisten Geld hat nach den Kunden gleich. Okay, 90 Sekunden. Das heißt, jetzt nochmal ordentlich backen. Ja. Und dann kriegst du jetzt gleich, gucken wir, wer am meisten Geld gewonnen hat. Aber ehrlich sein, unten steht ja das Natürlich Geld. Natürlich bin ich ehrlich. So. Das bei sowas doch ganz gerne. Level 12. Ja, sehr gut, nicht schlecht. Hier, rein damit. Das kann ich rausholen hier. Das ist hier, der kommt Cupcakes. Raus. Ich habe so viele Produkte, ne? Du hast ja noch kaum Produkte in deinem Fenster. Hey, du hast jetzt ja auch nur 4 Ofen. Wie viele Ofen hast du denn? Guck mal, bei mir, ich habe richtig viele. Ich habe hier 8 Stück oder so. Die habe ich mir gegönnt. Sorry, dass ich mich wusste. Guck mal, wie viel Essen ich hier in meinem Schaufenster habe. Ja, Alter, da werden wir ja sehen, wer hier gleich gewinnt. Das ist ja easy win für mich. Aber eigentlich muss man sich ja nur die ganzen Billigöfen kaufen, oder nicht? Nee, die anderen brauchen halt, bei den anderen geht's halt schneller, kannst du noch mehr verkaufen, weißt du? Okay. So, wieder rein, wieder Donut, so, alles verkauft. Mir fehlt noch einer. Oh, 40 Sekunden hast du noch, Boxer, dann kommen die. So. Gib mein Bestes. Hier, wieder alles rein, wieder einen Donut kaufen. Oh, denk dran, dass du noch mal alle Sachen jetzt gerade? 200 Dollar habe ich jetzt gerade. Ich habe gerade 400. Okay, dann können wir genau gleich gucken, wie viel wir gleich haben. So, hier. Der schaffst du leider nicht mehr. Oh, die sind alle wieder fertig hier. Oh Gott, ich habe so viel Essen in meinen Dingern da. Alter, holy. Okay, komm, die nehmen wir mal. Die Cupcakes. Ich habe auch so, guck mal, wie viel ich hier drin habe. 18 Sekunden, es ist wirklich der finale Sprint jetzt hier, Brock. Ich habe so viel Sachen in meinem Schaufenster, das glaubst du gar nicht. Ich auch. Ich habe bestimmt mindestens 40 Produkte. Hier. Ja, hast du das? Ja, ich habe richtig. Oh, den kann ich noch rein. Den kann ich noch reinmachen. Oh, den muss ich reinholen. Oh nein, der ist ein bisschen zu lang. Nein. Oh, schade, nein. Okay, der ist verbrannt. Die Kasten kommen jetzt. Okay. Einen letzten. Wir sprinten. Da kommen die, da hinten kommen die im blauen Van angefahren. Okay, wichtig. Schnell, hier noch reinpacken. Und kochen. Hier, okay, hier wieder hin, alles klar. Nein, jetzt kaufen sie alles. Kauft und 200 hatte ich und... Oh Alter, Gott, ich habe 1000 Dollar jetzt. Ich habe einfach mal... Nein. Ich habe nur 720. Aber wie viel hattest du vorher? Oh, ich hatte vorher 300. Ja, okay, ich hatte vorher 200. Mann, tja, habe ich wohl gewonnen, das Battle. Ah, du hast anscheinend eine bessere Bäckerei als ich. Aber nächstes Mal ziehe ich dich ab, Roxo. Ja, nur nächstes Mal vielleicht.